Hier spricht Ustra, willkommen zurück zu Rune Factory Frontier. Und wer die letzte Folge gesehen hat, weiß natürlich, wir haben Tau wieder. Und das finde ich sehr schön, denn es ist eine sehr nette Persönlichkeit, mit der ich eigentlich ganz gut klarkam in den letzten 100 irgendwas Folgen. Und in dieser Folge werde ich mal so ein bisschen ausklingen lassen. Ne? Ihr wisst ja, wir sind... Ich bin erstaunt, dass der Tag nicht einfach rumgegangen ist. Meine ich nur mal so nebenbei. Weil es ist so, wir haben lange gekämpft und jetzt tun alle wieder so, als ob nichts geschehen ist. Das ist immer... Das ist das Einzige, was so ein bisschen schade ist an Rune Factory an der einen oder anderen Stelle. Die Leute tun dann einfach so, als ob alles in bester Ordnung ist, was es eigentlich hier ist. Hi! Er könnte jeden Moment einfallen und dann bin ich bereit. An andere kann jetzt im Narren halten, aber mich nicht. Uff, Marco, hör auf, Gemore zu quälen. Tut mir leid. Ja, hoffe ich doch, dass dir das leid tut. Ist Tau auch da oder... Gucken wir mal. Vielleicht liegt die gerade im Bett oder so. Weil es war ja wahrscheinlich doch ganz anstrengend. Nö, da rennt die wieder irgendwo im Dorf rum. Apropos im Dorf rumrennen, wir haben ein paar Fragen zu klären. Zum Beispiel, was ist jetzt mit Iris und Iris? Die müssen jetzt eigentlich nicht mehr singen, den ganzen Tag. Weil wir haben ja die böse Dunkelrune abgewendet. Und es sollte eigentlich möglich sein, dass wir jetzt... Wir werden die mal besuchen heute Abend. Dann finden wir mehr raus. Was soll ich jetzt irgendwas zusammendenken und zusammenreimen? Es wird schon alles gut werden. Wir gucken mal eben mal, wie es mit den Runis läuft. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwo Runis vergessen habe. Hi. Hello. Gut, das ist alles fertig, genau. Man kann nicht mehr in diese komische Paralleldimension. Wäre auch ziemlich merkwürdig. Gucken wir mal eben hier. Ich bin ganz entspannt gerade, weil irgendwie die Last der Hauptstory ist so ein bisschen vor meinen Schultern gefallen. Hier war das, genau, da werden wir mal so 10 reinschmeißen. Die Last der Hauptstory ist so ein bisschen vor meinen Schultern gefallen und jetzt ist es einfach nur noch daran, heiraten und die Walinsel und auch die Schneeruinen eventuell noch fertig kriegen. Da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, ob ich das noch hinkriege oder nicht. Wenn man da wirklich die letzten Sachen braucht im Handwerk, dann muss ich mal schauen. Wir wissen ja nicht, was wir alles noch herstellen können. Ich komme eigentlich auch gut damit klar, wenn ich nicht ganz so hohe Ausrüstung habe, wenn ich einigermaßen weiß, was die können. Deswegen wird es wahrscheinlich so wie bei dem auch. Ich werde einen Versuch brauchen und dann werde ich den schon irgendwie erledigen können. Vielleicht, maybe. Oder auch nicht. Das Einzige, bevor ihr jetzt mir irgendwelche Tipps zu Boss-Taktiken gebt oder so, haltet ein! Kurz die Finger von der Tastatur. Ihr könnt mir lieber schreiben, das finde ich als viel wertvollerer Tipp, welche der beiden Ruinen vom Level her höher ist. Also was ist schwieriger, die Schneeruine oder die Walinsel? Das wäre gut, wenn ich das weiß, denn dann kann ich dort mich anhand der Monster orientieren, sage ich jetzt einfach mal. Hi, Tau, was hast du denn da in der Hand, du? Sag mal. Ich habe leider keine Dings da. Hi! Hi! Was hast du da für eine Kiste? Die Verliese sind gar nicht so gefährlich, wie es den Anschein hat. Das kann nicht sein. Did you know? When you see a cat wash its face, that means it'll rain soon. Of course there aren't any cats in town. Was ist das mit dieser Kiste? Ich hätte keine Angst, auch nicht, als ich gefangen wurde. Ich glaube nämlich, dass du mich retten würdest, Ustra. Danke sehr. Ja, kein Ding. I had a funny dream last night. My roof leaked so much that I had to use my bed as a boat and went on a voyage. Ich habe sie vermisst mit ihren Geschichten. Weißt du, du bist ziemlich sparsam. Was machst du eigentlich hier mit dieser Kiste? Hä? Aren't you going to marry? Weiß ich noch nicht. Vielleicht, maybe. Merkwürdig, dass du hier mit der Kiste rumstehst, aber hat vielleicht auch alles seinen Sinn und Zweck. Wir gucken nochmal, ob es irgendein Event gibt hier im Gasthaus. Man weiß ja nie. Er sagt es immer so fleißig und fröhlich. Aber immer noch nicht. Hi! Zumindest nichts, was mir jetzt auffallen würde.
Wir bleiben aber weiterhin dran. Also haben wir hier jetzt erstmal alles geschafft. Alles getan, alles gesagt. Da habe ich die Runis freigelassen. Okay, dann gehen wir jetzt als nächstes auf die Wahl. Ach nee, ich sollte erstmal die Stadt ein bisschen durchkämmen. Eventuell können wir hier nochmal hin und... Ich habe das Gefühl, Leute, ihr habt mir gesagt, Iris wird in die Stadt ziehen, sobald die Hauptstory rum ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo sie hinziehen wird. Hi, Broderick, was geht? Hey! Ach, du! Ich habe was für dich. Nicht gerade ein origineller Name, das hast du überhaupt nicht zu bestimmen, du Frimpel. Ich habe hier noch Unkraut, wenn es dich interessiert. Bitteschön. What is this? I'm not gonna fall. There's a little something for you. Danke. So, hier wohnt der Broderick. Hier kann man nicht ran, ne? Nö. Na gut. Dann weiß ich es auch nicht. Dann gehen wir mal auf die Wahlinsel und gucken uns da nochmal ein bisschen um. So für den Rest dieser Folge. Wie gesagt, es ist merkwürdig. Wir haben fucking nochmal hier den bösesten Typen erledigt und das ist einfach, das Game sagt einfach, ja, das hast du gut gemacht und jetzt kannst du am selben Tag noch weiterspielen. Es wäre schöner gewesen, hätte man gesagt, okay, du gehst jetzt ins Bett, weil irgendwie es war anstrengend und du wachst so einen Tag später auf, vielleicht auch gerne zwei Tage später und dann hat sich, da haben sich Dinge wieder beruhigt, Dinge sind anders geworden, was wollte ich hier speichern vielleicht? Nein, ich wollte Tomatensaft machen. Und dann vielleicht hätte Tau auch nochmal ein anderes Aussehen kriegen können nach den ganzen Strapazen. Weil es ja, auch wenn sie sagt, sie hat keine Ahnung und sie wusste ja, dass wir sie auf jeden Fall retten, was ja auch nicht gerade gelogen ist, das stimmt. Wir sind definitiv Helden. Doch, weiß ich nicht. Man hätte ja auch aus der Erfahrung reifer werden können. Maybe. Meckern auf hohem Niveau. So ist er, der Ustra. Nichtsdestotrotz gucken wir mal, vielleicht hat Iris noch was für uns, sonst... Habe ich das Gefühl? Wird es eine relativ kurze Folge? Einfach, weil wir. Weil ich für diese Folge auch nichts mehr. Für diesen Ingame-Tag überhaupt nichts mehr geplant habe. Gar nichts mehr. Ich wollte halt die Hauptstory machen und dann fertig und dann am nächsten Tag wieder einsteigen und mit den Sätzen: Ja, hey, wir haben jetzt einen Countdown bis zum Ende des Sommers, dann werde ich heiraten. Wen ist noch nicht ganz. Hustra. Ah, okay, hi, Wahl, alles klar. Endlich wieder irgendjemand, der sich meldet. Was geht? Wahl! Mein Körper fühlt sich jetzt viel leichter an. Ich fühle, wie die Geister zu mir zurückkehren. Das ist schön. Ich habe keine Ahnung, was hier geschieht, aber ich glaube, das Problem ist gelöst. Jetzt kann ich unbesorgt am Himmel schwimmen. Ich möchte dir vom Grund meines Wesens danken. Ja, das füllt aber auch nicht meinen Teller. Wie wär's mit einer kleinen Belohnung? Hm? Irgendwas? Nein, hätte ich gerne gehabt, weil wäre ja eine coole Sache gewesen, mich für meine Bemühungen ein klein wenig zu entlohnen, weil ich dafür gesorgt habe, dass du weiter im Himmel wohnen kannst und darüber hinaus. Naja, wie soll ich das sagen? Und darüber hinaus einfach dein Leben weiter genießen kannst. Ist ja was. Aber anscheinend keiner Belohnung wert, außer einem, zwei Worten und vielleicht einen netten Händedruck. Manchen soll es ja reichen. So, wir nehmen erstmal wieder den Belvaros und gehen nochmal schauen, dass wir eventuell irgendjemand kaputt hauen können. Vielleicht für ein bisschen Erfahrungspunkte. Wir wissen ja nicht, level ich bald? Na, das war der falsche Knopf. Oh, ich level sogar sehr bald. Da können wir mal eben kurzerhand einen Gegner erledigen. Das sollte reichen. Das wäre auch cool, dann haben wir wieder ein bisschen volle RP und HP. Bam! Boah, habe ich immer nach hinten gesch... Habe ich ihn erledigt? Nice. Ich weiß nicht, wie ich es getan habe. Aber mein Level ist nicht gestiegen. Moment. Hä? Krieg ich keine Erfahrung mehr heute? Ist es der No Experience Day? Oder was ist hier los? Hm.
möchte nur ungern gegen dich kämpfen, mein Freund. Ich esse nochmal was für RP. Vielleicht, wenn ich dich erledige, dann wird alles wieder gut. Ich habe auch noch genug Sachen dabei, zur Not. So ist ja nicht. Na, komm mal ran. Ich mag dieses Ding. Das Staggern der Gegner ist so gut. Da ist es, das Level Up. Ich wollte schon sagen, irgendwann muss das mal passieren. Nice, freue ich mich. Jetzt habe ich nur nicht gesehen, welches Level wir sind, aber 59. Heißt also, wir sind etwas über der Hälfte unserer Möglichkeiten. Ich glaube, 99 ist das Maximallevel von allem. Zum Beispiel von den Skills und... Ja, dann müsste es von allem sein. Von den Skills ist es 99. Gut. Naja. Vielleicht kann ich damit die Schneeruine ja schon erledigen. Oder auch die Walinsel. Wir kommen ja da eigentlich relativ gut zurecht. Vielleicht lohnt es sich gleich in der nächsten Folge direkt irgendwie da weiterzulaufen. Hier auf der Walinsel. Und den vermeintlichen Boss zu suchen. Da ich meiner Meinung nach... Ich meine, ich habe noch so viel Heiltränke und Zeug und die Waffe ist ganz gut und ich komme auf Distanz gut an die Gegner ran. Wenn die jetzt nicht überschnell sind, die Gegner, wo ich lieber eine Zweihänder oder einen Einhänder präferieren würde, um das so zu sagen, müsste die Belve Rose reichen. Vielleicht mit Glück und Verstand. Man weiß es ja nie, was man alles braucht. Aber ihr gebt mir da wahrscheinlich Tipps, ob es nicht eher die Schneeruine ist, wo wir als nächstes hin müssen. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann, weil da hauen mich die Monster ein bisschen heftiger als die Monster hier. Ich bin gespannt, ob die beiden da sind. Mehl ist gut, damit kann ich dann nämlich... Nee, Reis ist gut. Damit kann ich Haferbrei machen. Da müssen wir auch unbedingt dran weiterarbeiten. Wie weit sind wir jetzt eigentlich bei Tau? So viele Fragen in meinem Inventar, die ich nicht beantworte. Immer noch auf 5 Herzchen. Hier fast auf 10 bei Rosetta. What? Da haben wir 10 voll, da haben wir fast 9. Das ist gut. Hier haben wir 10 voll. Bei Uzuki haben wir 10 voll. Da lege ich auch zwar nicht viel Wert drauf, aber wir haben es trotzdem getan. Und wir haben immer noch 2 Leute, die wir nicht kennen. Ich schätze, darunter ist wirklich unsere Tochter, unser Sohn, je nachdem, was man denn da macht. Vielleicht, maybe. Und der andere ist dann noch ein Charakter, den wir nicht kennen. Und den würde ich gerne noch kennenlernen. Und ich glaube, dafür schickt ihr mich auch die ganze Zeit ins Gasthaus. Hi, ihr beiden. Ihr müsst ja nicht mehr, aber ihr könnt ja weiter singen. Hi. Whale Island ist ein sehr schönes Ort, zu leben. But it's so far from the village. Because of that, few people visit. Das stimmt. Wenige Leute kommen hier zu Besuch. Das ist definitiv richtig. Zudem beherbergt die Walinsel ein Feld, wem es wohl gehört. Ja. Good evening. Na gut. Auf der Walinsel gibt es auch viele Felder. Ich frage mich, wer sie bestellt, denn es gibt hier viele Monster. Ich mache das zum Teil. I'm so glad we can talk. Können wir nicht? I'm sketching a lot of things inside my home to practice. I'm too embarrassed to show my practice sketches, but please see my drawings when I get better. Okay. Ja, möchtest du gerne in die Stadt ziehen, oder wie? Seit ich dich kenne, sind mir viele Dinge lieb und teuer. Ich habe, glaube ich, 2-mal Tomatensaft. Ein Glück, dass ich das eingepackt habe und nicht vergessen habe irgendwo. Zieh doch ins Dorf. Ich finde, das Dorf ist ein schöner Ort. Es gibt tolle Sachen dort, wie zum Beispiel Felder. Andere Menschen, mit denen ihr euch immer unterhalten könnt, weil ihr scheint sehr einsam zu sein. Es gibt mich dort, ihr könnt, wenn ich vorbeigehe, ihr könnt mir hinterher schmachten. Win-win-Situation ist für alle gut. Und vielleicht entscheidet ihr euch dafür. Ich würde mich freuen. Ich weiß zwar nicht genau, wo ihr dann wohnen wollt, außer im Gasthaus. Wir werden schon was finden. Für diese Folge reicht es mir aber auch von Rune Factory. Ihr merkt, für diese Folge war nicht viel Inhalt. Man könnte so ein bisschen darüber sprechen, was vielleicht in der Zukunft kommt.
Und ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns hier wieder. Und dann geht's, wie gesagt, los mit dem Countdown zur Hochzeit. Und da werden wir dann noch einige Abenteuer erleben. Und vielleicht hast du noch Stallmonster-Namen für mich und der weiteren. Und natürlich auch abstimmen für die Sommersaat, wer das noch nicht getan hat. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.